eine Mantis religiosa, die Gottesanbeterin, die man sieht auch zumindest ziemlich kultivierte Interessen hat, als sie sich in einem Ateliersplatz niederlässt, der beinahe unter freiem Himmel angeordnet ist, sodass also alle möglichen Tierchen dazukommen, wie dann auch abendlich die Laubfrösche etwa. Schwanken, was sie dann immer zeigt, wenn sie nicht so richtig erkennbar sein will, dann schwankt sie einfach, als würde Wind sie wie einen trockenen Zweig erfassen. Die gehört einfach passend in diese Berge des Alentejo, ne? Auch die Korkeichen dominieren.